immer, wenn eine Anschlussfinanzierung ansteht, dann ist zu überlegen, mache ich zusätzlich noch eine Kapitalbeschaffung. Immer, insbesondere dann, wenn die Beleihung relativ niedrig ist und ich weitere Objekte im Bestand zusätzlich kaufen möchte oder dort Sondertilgen könnte oder. Denn klassischerweise habe ich, wenn ich ein Objekt angekauft habe, 20% Einkaufsgewinn, habe ich noch eine Wertsteigerung gehabt und habe noch 20% getilgt in 10 Jahren. Dann habe ich also eine Beleihung, die meistens nur noch bei 50% liegt. Und jetzt kann ich mir also überlegen, was mache ich? Entweder ich gehe auf mindestens 60% hoch, dann habe ich immer noch den besten Zins. Oder ich gehe hoch auf 80%, da habe ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen Zins und maximal hoher Beleihung. Und das ist unser präferierter Weg. Im Regelfall versuchen wir, das Portfolio auf 80% aufzubalancieren. Heißt, neue Objekte von Anfang an nur mit einer 80% Finanzierung zu erwerben und die Kaufnebenkosten plus 20% abzustellen auf bestehenden Immobilien, in denen dort die Anschlussfinanzierung immer mit Kapitalbeschaffung wieder hochgezogen wird auf die 80%-Linie. So habe ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, den besten Zins im Portfolio bei maximal hoher Beleihung, den ich erreichen kann. Alternativ, wenn ich natürlich noch ein länger gewachsenes Portfolio habe, kann ich natürlich auch auf 60% balancieren, anstatt auf 80% auszubalancieren. Aber 80% ist normalerweise die präferierte Variante. Manchmal ist der neue Deal eben so, dass ich eine 90% Finanzierung auf ein Bestandsobjekt brauche, dann mache ich das auch bei Mehrfamilienhäusern, nur wenn es sein muss. Bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, die eben nicht nach Ertragswert gehen, unter 3 Einheiten, dann sind die 90% im Regelfall auch kein Problem mit der Kapitalbeschaffung. Immer dann, wenn ich eine wohnwirtschaftliche Verwendung habe in dem neuen Deal, kann ich ja auch den anteiligen Zins für die Kapitalbeschaffung auf dem neuen Objekt ab sichern, dann kann ich auch zum Beispiel 2 Darlehen machen, um das genau sauber getrennt zu haben. Muss aber nicht sein, es geht auch mit einem Darlehen, ich kann es aufeinander splitten, denn die Kapitalbeschaffung kann ja nicht auf dem jeweiligen Objekt steuerlich abgesetzt werden, sondern muss auf dem neuen Objekt abgesetzt werden. Nun kann es auch sein, dass die Anschlussfinanzierung noch ein Stückchen hin ist, aber der Deal heute schon da ist. Ja, dann kann ich mit einem Vorwartdarlehen arbeiten. Hier gibt es ein separates Video dazu, wie das funktioniert. Und zwar kann ich hier die Bank, die mir heute die Kapitalbeschaffung macht, im zweiten Rang schon in den ersten Rang in der Zukunft holen, indem ich ihr eben das Vorwartdarlehen separat entsprechend gebe. Damit kriege ich zeitlich Flexibilität rein und muss nicht immer exakt nach 10 Jahren, wenn zum Beispiel meine Zinsbindung nach 10 Jahren endet, wenn ich eine Zinsbindung länger als 10 Jahre abgeschlossen habe, dann kann ich ja, wenn ich es eben als Verbraucher im Privatbestand gemacht habe, nach 10 Jahren und 6 Monate nach 10 Jahren mit Frist, 6 Monate nach der Vollauszahlung entsprechend auch sonderkündigen und dann entsprechend raus und dann auch wieder mit 3 Jahre vorher meine Kapitalbeschaffung per Vorwart entsprechend kombinieren etc. Was fahrlässig ist, ist, wenn einfach jemand ein Vorwartdarlehen zieht ohne Sinn und Verstand und ohne Kapitalbeschaffung dazu. Und was fahrlässig ist, wenn jemand einfach eine Anschlussfinanzierung fix macht, auch noch bei derselben Bank fix macht, anstatt nachzudenken, wie kann ich es auf der 80%-Grenze ausbalancieren und den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, auch in Kombination mit einem neuen Objekt. Habe ich eine Kapitalbeschaffung gemacht ohne wohnwirtschaftliche Verwendung, also zur freien Verwendung, dann bieten es nur wenig Banken an. Hier bin ich meistens auf 80% beschränkt, teilweise aber auch nur auf 60%, je nach Bank, wenn es überhaupt eine Bank anbietet zur freien Verwendung. Denn häufig wird eben nur die wohnwirtschaftliche Verwendung akzeptiert und auch nur da kann ich entsprechend die Zinsen sinnvoll absetzen. In der freien Verwendung könnte ich natürlich hergehen und das Geld zum Beispiel weiterreichen an eine GmbH, um dann dort wieder in Immobilien zu investieren. Dann kann eben das Geld auch hier steuerneutral entsprechend von privat in die GmbH weitergegeben werden. Die Zinszahlung von der GmbH nach mich summiert nach privat ist entsprechend Einnahmen. Dagegen geht die Ausgabe mit dem Darlehen und es gleicht sich entsprechend wieder aus. Meiner eigenen GmbH wären solche Modelle zum Beispiel bei der freien Verwendung auch denkbar. Aber hier hätte ich auch ja tendenziell wieder eine wohnwirtschaftliche Verwendung. Aber das Schöne in der GmbH-Geschichte ist ja, dass ich hier einfach mal Darlehen reingeben kann und es nicht sofort mit dem Investitionsgut verknüpft sein muss, sondern dass es auch zeitlich versetzt entsprechend passieren kann. 30 Tage Frist gilt unabhängig davon sowieso. Das heißt, ich kann auch dieses Darlehen, das ich aufgenommen habe, erst 30 Tage später entsprechend einsetzen. Habe hier also auch noch mal eine zeitliche Entflechtung ein Stückweise und kann dann das passende Objekt suchen und mir schon mal den Deal vorbereiten entsprechend. Wobei es klassischerweise so ist, dass wir schauen, die und die Immobilien laufen in den nächsten 3 Jahren aus. Hier sind überall Kapitalbeschaffungen in der Höhe möglich.
Und jetzt gucken wir, was kommt als neuer Deal. Haben die Kapitalbeschaffungsfälle alle schon vorbereitet, Anschlussfinanzierungsfälle? Und dann picken wir uns den raus, der ideal von der Beleihung her dazu passt, dass es hier die Kapitalbeschaffung 20% plus Kaufnehmkosten von dem neuen Deal ausmachen. Je nachdem, in welcher Größenordnung der unterwegs ist, picken wir uns von den 5 Bestandsobjekten, die alle auslaufen in den nächsten Jahren, die passende raus. Natürlich auch schauen wir, wo sind die Vorwartzeiträume am kürzesten, dass die Vorwartaufschläge so niedrig wie möglich sind. Aber wo passt es auch von der Summe her ideal und spielen dann zwischen 80% und 90% Beleihung oder auch mal knapp unter 80%, je nachdem, wie sich es eben idealerweise gestalten lässt und aufgeht. Deswegen nochmal zusammengefasst, einfach nicht blind eine Anschlussfinanzierung machen, sondern immer überlegen, wie kann ich das Portfolio auf 80% balancieren, wie kann ich sinnvolle Kapitalbeschaffung machen, auch Vorwartdarlehen hier einsetzen und das Ganze strukturiert und sinnvoll und mit Kopf angehen, anstatt einfach drauf los irgendwas zu unterschreiben, was die Bank einem vorlegt, nur weil es vielleicht einfach ist. Immer offene, in der Zukunft ablaufende Zinsbindungen sind ideal. Natürlich sind die stressannuitätenmäßig nicht so ideal, aber sie sind Flexibilität. Und diese Flexibilität kann ich einsetzen, wenn ich sie mir zumache, indem ich die Anschlussfinanzierung festmache, dann kann ich nur noch in den zweiten Rang gehen bei diesen Objekten. Und das bedeutet zweiter Rang, schlechtere Bedingungen, viel schlechtere, wesentlich schwierigere Beleihungen entsprechend, eventuell auch teurer, weniger Bankauswahl, als wenn ich schön den ersten Rang habe und da eine Kapitalbeschaffung draufsetzen kann. Und eventuell sogar ohne Vorwartdarlehen arbeiten kann oder nur mit einem sehr kurzen.